Wir sind auf dem Weg. Jonah, hier ist noch eine Schlange mit einem silbernen Auge. Ich muss dicht dran sein. Ich rede mit Ucho über Tattoos. Über Tattoos? Ja, du hast doch Honoratus gesehen, oder? Es zeigt ein Reiher und eine Eklipse. Das könnte mit der Schatulle zusammenhängen. Glaube ich nicht. So, ich möchte jetzt niemanden unterbrechen, wenn ich jetzt gleich garantiert sterben werde, deswegen. Wusste ich's doch. Aber sie hat immerhin versucht, sich da oben festzuhalten. Ich habe aber jetzt wirklich gedacht, man müsste da oben dran springen. Aber es ist halt zu weit weg. Das glaube ich jetzt irgendwie nicht so. Aber das ist das Einzige, was ich hier machen kann. Außer mich nach unten in die Tiefe zu stürzen. Ich habe extra meinen Fallschaden reduziert. Wieso komme ich da nicht hin? Oh mein Gott. Ach, jetzt kannst du es doch, Lara, oder was? Willst du mich veräppeln? Sieht aus, als wäre es der einzige Weg, okay? Okay. Ich muss die Barriere zerstören. Ich war doch gerade noch was da. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ja, mit dem Hebel kann ich das Becken füllen. Das wollen wir jetzt aber noch gar nicht. Wir wollen erstmal die Sachen hier einsammeln. Moment. Lara, nicht so hastig, bitte. Wir müssen noch alles erkundschaften hier. So, mit dem Hebel kann ich das Becken füllen. Ja, ich hab's verstanden. Guck dir doch einfach mal diese Monolith-Dinger an. Du willst doch deine Sprache verbessern. Guck mal, das waren jetzt fast 10%. Und Punkte haben wir auch noch bekommen. Mit dem Hebel kann ich das Becken füllen. Lara, ich habe gesagt, nicht so ungeduldig. Moment, also da hinten? Ja. Ich würde sagen, ich mache erstmal das mit dem Hebel, damit sie mal die Klappe hält hier. So. Voller Öl und Blut. Die Pfütze könnte brennbar sein. Ja, das will ich doch hoffen. Na, wie komme ich dann wieder da durch? So. Ja, komm. Brenn, brenn. Die Barriere ist unten. Ich muss weitergehen. Ja, finde ich auch. Oh, oh, oh. Fast nicht gesehen. Ja. Dann sagen wir uns mal ab, das geht schneller. Ist das so eine Art Adalaskammer? Wir sind Verbrecher. Ich muss die Kanäle ausrichten, um das Becken vor dem Tor zu füllen. Ja, ich habe alles verstanden, Lara. Ist kein Thema. Mach ich jetzt sofort. Ich muss diese beiden Säulen verbinden. Die beiden verbinden? Ich denke, ich soll den... Achso, ich muss den Hebel als letztes machen. Was meint ich, soll die Säule? Es müssen hunderte Opfer nötig gewesen sein, um diese Kanäle mit Blut zu füllen. Wahrscheinlich von hier aus. So. Muss ich jetzt schon was drehen, oder? Ist wahrscheinlich erst, wenn das fertig ist, oder? Moment, Moment, Lara. Moment. Wir gucken erstmal, was passiert, Lara. Wir machen jetzt erstmal das mit dem Hebel, okay? Oh, habe ich mich jetzt bewusst. Ich kann durch Drehen der Säule die Spur ausrichten. Ja, das ist mir sowas von egal. Ich habe gerade irgendwas gesehen. Ja. Schätze. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Na gut, nicht mein Problem. Dann gehen wir wieder zurück. So. Bleiben wir mal hier oben stehen. Ich weiß nicht, was da jetzt durchkommt. So. Also, da kommt Wasser auf jeden Fall. Nee, das ist doch Teer. Nicht zu uns nach oben, bitte. Nicht zu uns nach oben. Rein.
Verdammt, ich muss die Kanäle ausrichten, um das Becken vor dem Tor zu füllen. Okay, also es scheint doch nicht so gut zu sein, was ich jetzt gerade gemacht habe. Okay. Dann müssen wir das doch drehen. Das Becken vor dem Tor füllen. Mal gucken. Ich muss noch was sehen. Obwohl eigentlich... So, du... Halt, stopp! Lara, stopp! Nee, nee, das ist schon richtig. Tu das da rein. So. Ich glaube, das ist richtig. Das müsste jetzt da hinten durchfließen. Und hier vorne müsste es eigentlich auch reinfließen. Also wir probieren das mal einfach aus. Nicht den Hebel vergessen, Lara. Nicht den Hebel vergessen, wenn du ihn schon 20.000 Mal erwähnst. Nein. Mach doch einfach. Und zackig. Ja, ja. Das geht rüber, das geht rum. Verdammt, es fließt zur falschen Stelle. Ich muss die Kanäle ausrichten, um das Becken vor dem Tor zu füllen. Na toll. Lara, du kriegst aber auch gar nichts hin heute. Es sah so gut aus. Es sah so gut aus. Soll doch da vorne. Das ist jetzt nicht richtig. Ach so, die Verbindung hat nicht funktioniert. Die geht aber auf jeden Fall nach oben. Aber hier geht keine Verbindung rein. Nein, die Verbindung geht nach hier, geht wieder zurück und geht nach draußen. Ja, verarscht. Könnt ihr euch alleine? So, Moment. Hier kommt was rein. Geht darüber. Geht aber nicht da rein, oder was? Das geht nicht da rein. Wollt ihr mich verarschen? Jetzt mal ganz ehrlich. Das steht doch jetzt gleich wieder so, wie es eben stand. Ja, komm, Lara. Besser. Fester. Los. Mach weiter. Kriegst du es nicht weiter, oder was? Hallo? Ja, geht doch. Nee. Komm, noch ein Stückchen. So ist gut. Meine ich doch, jetzt steht es doch wieder so, wie es eben gestanden hat. Das ist doch Schwachsinn. Hier vorne. Das hat ja nichts mit den Löchern zu tun. Das muss ja hier durch. Das muss ja hier rauskommen. Leute, veräppelt mich nicht. Hätte ich das jetzt vielleicht eins drehen müssen? Und dann die Verbindung erst machen oder so? Ist da irgendein Hinweis für? Also wir haben hier zwei Köpfe, wenn die sich jetzt gegenüberstehen vielleicht. Nein, ich sollte es eigentlich Y drücken. Ja, komm, feste. Das wäre jetzt mal so ganz clever gedacht von mir. Willst du mich veräppeln? Zu schwer. Ich brauche mehr Drehmoment. Du brauchst gar keinen Drehmoment. Du musst das Ding nur richtig festmachen, Mädel. Ey, hallo.
Du sollst dich hier dran festmachen. Geht doch. So, dann wollen wir jetzt mal gucken. Also hier hinten. Hier hinten ist schon wieder eine Barrikade. Das heißt, das drehen wir jetzt erstmal weiter. So, das ist jetzt mit dem hier vorne verbunden. Das heißt, das ist quasi schon mal perfekt. Mit dem mittleren Strang. Das müsste jetzt klappen, glaube ich. Wenn ich jetzt nicht zu schnell wieder weggeguckt habe. Das müsste klappen. Oh, bitte, bitte, lass es jetzt klappen. Yes. Nennt mich Gott. Und jetzt zur Schatulle. Ja, das war jetzt überflüssig, Lara. Das brauchtest du nicht sagen. Schlange. Das ist das Teil, das Trinity noch fehlt. Hier ist der kleine Rebellenprinz. Ätzli! Da drüben, schnappt sie! Verdammt! Ja, was werfen die diesen Mist doch da mitten in den Weg rein? Wo muss ich denn hin? Hallo? Kann ich... Hallo? Wollt ihr mich verarschen? Jetzt kann ich nur nicht mal abbiegen, oder was? Geht aus dem Weg! Nein, nein, nein! Nein, halt dich bloß nicht fest! Wie dämlich bist du eigentlich? Deswegen, oh, dann hält sie sich nicht. Achso. Ich dachte schon. Nee, komm, Mattimanti. Oh, Timmy Maganti. Ja. Karma, Junge. Karma. Hey
Lara. Falls möglich, geh zurück. Ucho muss dich etwas fragen. Ein Gefallen, glaube ich. Okay. Ich komme zurück, so schnell ich kann. Ja, es könnte ein bisschen schwierig werden. Wo ist denn zurück? Das ist diese Nebenquest. Ach, da oben. Gehst du da hin? Ja, also so schräg geradeaus und dann muss ich übers Wasser drüber. Kann ich mit dir noch reden? Ich meine, ich muss weiter. Ich habe Ucho noch nie so wütend erlebt. Ucho? Wirklich? Was ist passiert? Ich sollte nicht tratschen, aber er und Kabil haben sich gestritten. Sie haben geflüstert, aber man konnte sehen, dass sie immer wütender wurden. Ah, eine neue Mission ist verfügbar. Da klauen wir uns auch direkt noch mal ein bisschen Holz. So, und dann schauen wir mal eben. Wir sollen ja da übers Wasser. Also die Richtung ist schon ganz gut. Auch wenn ich gerade ein bisschen blöd hier laufe. Oh, was mit dir? Schalt mal ein kleines Pläuschen. Wirst du handeln? Bitte. Ich habe kaum genug, um den Tribut zu bezahlen. Tribut an wen? Den Kult von Kukulkan. Sie verlangen die Hälfte aller am Markttag erzielten Profite, aber wenn sie glauben, ich wollte sie betrügen. Ich verstehe. Danke, Ishik. Dann handeln wir? Ja, das kommt darauf an. Hast du nichts Besseres im Angebot? Was ist das denn? Überreste? Kann man sich das nicht angucken vorher? Wie viel habe ich denn? Achso, ich habe nur... Ich habe gar nicht so viel Gold. Ich will aber mal Klamotten kaufen. Ein Langbogen, das ist eine Konstruktion vom alten. Stärke Schaden. Ja, das ist ja auch alles schön und gut, aber ist der besser oder schlechter als meiner? Mittelgroßer, robuster Lederköcher, der die Tragekapazität für alle Falltypen erhöht. Das hört sich interessant an. Wäre auch gerade noch so in meinen Rahmen. Ich kann auch was verkaufen. Oh, Moment. Adlerfedern, Jaguarhaut, Schwarzpulver. Ja, ich brauche das ja alles, ne? Ich könnte ihm natürlich das Holz verkaufen und dann neues Holz wieder kaufen, weil neues Holz wieder hier einsammeln, weil das findet man ja überall. Was man wohl sehr, sehr viel findet, sind die Beeren. Wird für Geschäfte mit Händlern verwendet. Heißt mit anderen Worten, ich brauche es nicht, um irgendwas aufzuwerten, hoffe ich mal. Kann ich hier? Ja, kann ich. Das war eine ausgezeichnete Wahl. Ja, ist die Frage für wen, ne? Aber wenn wir mal gucken. Also, dann haben wir jetzt 3-2. Da komme ich meinem Ziel aber trotzdem immer noch nicht näher. Ich möchte dieses Oberteil haben. Ich meine, gut, das mit den Köcher, das ist auch nicht schlecht. Ausdauer. Um die Effekte von Ausdauer vorübergehend zu verbessern. Ah, vorübergehend nur. Okay. Das heißt aber theoretisch, ich müsste die nehmen, nehme ich mal an. Das heißt, ich werde mal einfach so die Hälfte verkaufen. So. Das wird bestimmt nützlich für dich sein. Ja, das Gold, ja. Ja, ja. Holz, ich habe jetzt eh gerade nichts zum Upgraden und ich klaue mir sowieso überall so ein bisschen Holz. Wie ich sagen, ja, so 10 verkaufen wir mal. Das war eine ausgezeichnete Wahl. Stoff, die Feder, na gut, da finde ich jetzt nicht so viele von. Die brauche ich ja noch für meine Pfeile. Unterstützt die Heilung durch Kräuterherstellung. Das sind Wahrnehmungspflanzen. Werden für Kräutermischungen verwendet. Effekte von Wahrnehmung vorübergehend verbessert. Na gut, da kann ich auch mal die Hälfte verkaufen. Die findet man ja überall. Die Götter sind für uns. Ja, auf jeden Fall. Du kannst da, du kannst mir das ganze Geld geben. Ich dachte eigentlich, der braucht Geld. Aber wenn er mir lieber Geld gibt, dann ist ja alles gut. Gelb werden für die Kräutermischung verwendet, um die Effekte-Konzentration zu verbessern. Können wir auch mal die Hälfte von verkaufen. Finden wir ja auch immer mal wieder zwischendurch. Das wird bestimmt nützlich für dich sein. Ja, finde ich auch. Ich will aber noch 1000 dazu kriegen. Das ist doof. Soll ich die vielleicht alle verkaufen?
Aber das ist Medizin. Mit Medizin ist so eine Sache. Ich meine, gut, 12 kann ich noch verkaufen. Das war eine ausgezeichnete Wahl. Brauche ich aber immer noch 700. Ich verschleudere mal einfach alles. Das wird bestimmt nützlich für dich sein. Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich es ja verkauft, ne? Das war eine ausgezeichnete Wahl. So, 5, 7. 6 Himmel trug dieser Mantel im Kampf. Ist er mit Adlerfedern. Mehr Schutz vor Fernkampfangriffen. Ach, das habe ich gar nicht gewusst. Aber ich nehme es trotzdem mal mit. Das wird bestimmt nützlich für dich sein. Ja, das will ich doch hoffen, ne? Ich hätte aber ehrlich gesagt auch gerne noch den Köcher. Wird für Geschäfte mit Händlern verwendet. Ah, das heißt, das brauche ich auch nicht. Ja, hau raus, Junge. Komm. Das war eine ausgezeichnete Wahl. Ja, finde ich auch. Dann kann ich den Köcher nämlich noch kaufen. Mach mal das so. Das wird bestimmt nützlich für dich sein. Ja, das mögen die Götter dich anlächeln. Ja, das wünsche ich dir auch. Onuratu ist bestimmt besorgt wegen Ezli. Ich muss ihr sagen, dass er gefangen ist. Es ist gerade sehr viel los hier. Die Gerber, die Fleischer, die Weber, die Färber, sogar die Lehrer. Alle Viertel arbeiten. Der Markt wird voll sein. Großes wartet am Horizont auf die Stadt und ihre Bewohner. Wir müssen alles tun, damit Kukulkan uns in eine neue Welt führt. Ja, genau. Du mich auch. War das nicht einer von denen gerade? War das so klug, dass ich da jetzt einfach dran vorbeigelaufen bin? Aber normalerweise müsste das jetzt ein Modus sein, wo ich jetzt nicht mehr verfolgt werde, oder? Jetzt muss ich nur mal aufpassen, dass ich jetzt wieder neue Sachen hier hole. Wenn ich hier nicht komplett ohne alles dastehe, ist das auch noch was hier. Was ist hiermit? Muss ich da hoch? Weiß ich nicht. War ich oben schon? Guten Tag. Bin ich hier schon gewesen? So, dann, oh. Wunderschön, sammeln wir hier erst noch mal ein bisschen was ein und dann gehen wir direkt zu unserem Ziel rüber. Da vorne war, glaube ich, noch was. Die armen Bäume, die Lara macht hier alles kaputt, ehrlich. Onuratu ist bestimmt besorgt wegen Ezli. Ich muss ihr sagen, dass er gefangen ist. Das kannst du gerne tun, aber lass uns doch erst noch mal ein paar Punkte und ein paar Sachen hier holen. Hier ist auch noch was Holz, das nehmen wir doch direkt noch mit. Das ist natürlich, also dafür sind die Händler wirklich echt klasse. Bin ich jetzt zu hoch? Nee, ist okay, ne? Du sollst das nehmen. Hallo. Willst du nicht, oder was? Sondern halt nicht. Pflück doch die. Gut, da zeigt er wenigstens an, dass er sie genommen hat. Oh ja, ich bin hier oben auch noch nicht gewesen. Da gibt's Pünktchen. Ich glaube, mit der habe ich auch noch nicht gesprochen, oder? Sind alle jungen Leute verrückt geworden? Sie springen wie Ziegen durch die Anhöhen über dem Dorf. Todesangst kriegt man. Hoffentlich hast du deine wilde Zeit hinter dir. Noch nicht, fürchte ich. Natürlich nicht. Aber das wirst du noch. Genau wie diese Kinder. Irgendwann wird es ihnen zu langweilig. Irgendwann. Ja, irgendwann, aber nicht heute. Schön, wir haben wieder etwas Neues entdeckt. Das ist klasse. Darf ich mal bitte? Danke. Onuratu! Sie haben Ezli gefangen. Ich weiß. Sie halten ihn in der Kaserne fest. Wir überlegen, wie wir ihn befreien. Ich wollte ihn holen, es tut mir leid. Er ist ein Krieger. Was ist das? Oh. Das ist ein Schlüssel. Sieht aus, als würde er zum Bergtempel gehören.
Direkt daneben halten sie Ätzli gefangen. Gibt es etwa eine Verbindung zwischen der Schatulle und der Kaserne? Besetzt der Kult deswegen den Tempel? Er ist schwer bewacht. Wenn wir dort rein wollen, müssen wir unauffällig und leise sein. Gibt es einen Hintereingang? Es gab einen neben der Salzmine, aber der wird lange nicht mehr genutzt. Das ist sehr gefährlich. Ich bin mir sicher, das schaffe ich. Mag sein. Die Opfergrube hast du auch überlebt. Ich war seit meiner Kindheit nicht mehr dort. Aber soweit ich mich erinnere, liegt die Kaserne hinter einem inneren Schutzwall. Wenn ich durch den Hintereingang reinkomme, kann ich den Weg freimachen und euch reinlassen. Erst befreien wir Ätzli, dann suchen wir die Schatulle. Ich rette meinen Sohn und du holst die Schatulle.